kennst du das Liechtenstein? Ein Fürstenparadies, ja, dort gefällt es mir, dort bin ich zu Haus. Sali Schatz, ich lad dich ein zu einer Reise durch die Schweiz. Sali Schatz, dann fahren wir. Servus, du, wohin gehen wir? Servus, du.
das Leben zärtlich nehmen. Sie verlieben sich, ja, wie ein Gedicht. Eine Rose aus Santa Monica nahm ein Matrose mit aufs weite Meer hinaus. Eine Rose aus Santa Monica sagt ihm da täglich, bitte komm nach Haus. Er liebte sie sehr und sie trug seinen Ring, denn sie hatte ihn glücklich gemacht. Sie war wunderschön, noch ein blutjunges Ding, und der Abschied, er kam über Nacht. Sie brach eine Rose und sagte dabei, ich will auf dich warten, ich bleibe dir treu. Einmal im Leben hat eine Zeit gegeben, die man wohl niemals vergisst. Fürs ganze Leben lohnt sich das aufzuheben, weil es nicht alltäglich ist. Das waren Zeiten, als es begann. Das waren Zeiten, denkst du noch dran? Ja, das waren Zeiten, das kann uns niemand nehmen. Das waren Zeiten, das waren Zeiten, erlebte Zeiten. Und Thank you.
tanzt im Licht der Meer und die Wellen, sie rauschen. Das ist so schön, wenn die Musik erklingt, in fröhlicher Runde wir singen, das Bodenseelieder klingt. Das ist so schön, so schön. Rosi, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit. Gern denke ich an die Zeit zurück, wo ich dich kennengelernt habe in der Betscheskammer in Beschling, wo du mit deiner Familie Musik gemacht hast. Ich höre dich immer wieder gern singen und musizieren, es ist einfach wunderbar. Mach so weiter und bleib gesund. Alles Liebe. Schöne Grüße von England. Hoffentlich dir habe ich einen schönen Tag und wir immer noch denken auf dich. Alles in Freistanz. Mit Liebe, Andrea. Hallo! Alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday, Rosalie! All the best! Happy Birthday! 20 Rosalie! Roger! Ich bin 2 Jahre älter wie du! Auntie Rosalie and me. 1 year out. Do you want to say happy something birthday more? To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosalie. Happy birthday to you. From England. Yeah, from Weatherby in England. And ich bin 2 Jahre älter wie du. Yeah, yeah. 92. Can I get for an under? Okay. Der Schlitzel. Der ist der Schlitzel. Der da. Schwarze Augen haben Frauen, die das Leben zärtlich nehmen. Sie verlieben sich, ja wie ein Gedicht. Ab 1980, Rosi, ist denn in Abano deine musikalische Karriere weitergegangen. Was ist denn dort gsi? Ja, nachdem der Pippi das eigene Geschäft, Musikgeschäft angefangen hat, haben wir nur können in Trio spielen. Dann bin ich noch im Alleingang auf Abano, Abel. Und dort habe ich die italienische Band kennengelernt. Jawohl.
Und der hat mich als Sängerin engagiert. Jawohl, okay. Dann habe ich ein paar Jahre bin ich dort und mit denen musiziert. Gesungen. Und da gibt es ja auch Titel, die du komponiert hast, oder? Ja, ich habe den für Abono einen Titel komponiert. Mhm. Und auch noch wesentlich andere. Thank you.
Aus unserer Jugend erzählen. Also, wie gesagt, ja, ich schwenke aus der Jugend und wie gesagt, ich kann es nur erzählen, 1961, da war ich 6 Jahre alt. Und da war das erste große Engagement auch als Duo Mutti und Papa im Hotel, also mittlerweile 100 Jahre alten Hotel Marcel in so. Das war ein wunderschönes altes Hotel, und dann hat es unter die Terrasse gehen. Und wenn es schön Wetter war, hat Mutti und der Papa immer Busser gespielt natürlich. Und am Abend bin ich dann natürlich allein noch im Zimmer gewesen. Und das war genau über dem Tanzen, also über der Tanzfläche. Ja? Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, die haben dann immer reingeschaut und habe mir gedacht, ja, was könnte sie machen? Und dann ist mir plötzlich gefallen, ich könnte es ja mal regnen lassen, oder? Und dann haben die alle getanzt, oder? Mutti und Papa haben gespielt und herrlich, ja. Und dann habe ich einfach immer wieder das Wasserglas geholt, oder? Und habe dann immer da wieder ein. Und plötzlich haben alle Leute im Ruf geklungen. Und Mutter denkt, ja, warum ist denn das so, oder? Bis sie dann gesagt haben, dass die Tochter da mal immer regnen lässt. Es war bezaubernd. Vor allem muss ich sagen, oder? Es war natürlich toll, oder? Weil, wie Sandra auf die Welt kam, ist, ja, war ich dann daheim, aber dann bin ich natürlich ganz schnell wieder ins Musikhaus gegangen zum Schaffen. Und Sandra ist immer bei der Omi, oder? Und bei der Uromi natürlich auch. Ja, da haben wir schon viel. Ja, ich meine, da gibt es ganz viele Sachen, ich meine, dass du mir die beste Käsespätzle machst natürlich. Und ja, Domi war immer meine Omi. Also, ich glaube, die andere Oma war immer ein bisschen beleidigt, weil ich da zu zu der Mama sind einfach immer Wähler haben. Und ja, ich habe mich immer mit der Omi halt ganz wohl gefühlt. Und ja, Highlight war sicher, dass wir immer eigentlich schon seit 20 Jahren nach Abano gehen. Und ja, in Abano, da haben wir so viel erlebt. Wir hatten eigentlich Lachkrämpfe gehabt in der Nacht und haben immer alles erzählt, wie lustig das war. Und dann haben die Kellner haben mich dann in den Pool hineingeschmissen. Und das war ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Und natürlich dann die Verehrer von Omi, wenn sie dann wieder gekommen sind und mit uns Arbeit gegessen haben. Oder Giancarlo und Konsorten.
haben wir immer SMS übersetzen müssen. Naja, war immer ganz spannend. Oder Franzosen mit uns, wo in Disco noch gegangen sind und natürlich in Dancing. War da immer die Dancing Queen und war immer ganz vorne mit dabei. Ja, war immer toll. War immer mit, ja, war immer, in der Leidenschaft. Das hat mich natürlich geprägt für die italienische, ja, das italienische alles. Ja, das, ja, und die Lieder und die Singen von da mit, war immer ganz. Ja, ist immer ganz schön und ja, und ich glaube, ja, etwas ganz Doofes ist mir auch passiert. Ich natürlich jetzt, und letztes Jahr habe ich jetzt, ja, die letzten Jahre waren natürlich die Renio mit dabei und der Gerhard und Tedo sind jetzt auch mitgegangen. Und ja, jetzt habe ich letztes Jahr oder halt dieses Jahr Domi gefragt, ja, und ja, was würdest du in deinem Leben, gibt es etwas, was du irgendwie anders machen würdest? Und jetzt sind da, ich bin so happy mit meinem Leben und ich glaube, wenn man das mit uns sagen kann. Alles das alles richtig gemacht, oder? Alle Makole. Am Platz. Und die haben ein sogenanntes, dazu mal für die damalige Zeit war das eine Sensation, die haben einen riesigen Indoor-Pool gehabt, Swimmingpool. Und da hat es einen Knopf gehabt, so, und da hast du drücken können und da ist es Es war richtig mir wasserkrank, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war schon so intus. Der Weller ist gekommen, ohne Alkohol, ohne nichts, ohne gar nichts. Das war halt einfach ja, so. Ja, der war schon juckig. Aber dann haben wir dann wieder ins Zimmer gebraucht. Ja, ja. Ja, und so gibt es noch mehrere Geschichten, aber die schweigen wir jetzt.